Waren Sie schon in Waren an der Müritz? Wir waren in Waren. Die Stadt Waren kann auf eine etwa 800-jährige Geschichte zurückblicken. Eine Urkunde mit verliehenen Stadtrechten soll letztmalig 1666 vorgelegt worden sein. Sie wird den Wirren des Krieges oder einem der verheerenden Stadtbrände zum Opfer gefallen sein, in verkehrsgünstiger Lage angelegt und von drei Stellen von Seen und Sumpf umgeben, entstand die Stadt. Neben der um die Georgenkirche und den alten Marktplatz entstandenen städtischen Siedlung gab es ein Suburbium bei der Burg. Von 1347 bis 1426 war sie Residenz der Herren von Werlewaren. Mehrere Stadtbrände verhinderten danach das weitere Wachsen der Siedlung. Die Industrialisierung trat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ihrer Bedeutung hinter den Fremdenverkehr zurück. Mit Leitsprüchen wie Waren an der Müritz, das nordische Interlaken oder Wandern, Baden, Wasserfahren, nirgends schöner als in Waren, wurden in den 20er und 30er Jahren im ganzen Land geworben. Seit 1920 Kreisstadt, wuchs Waren auch zum verwaltungsmäßigen Mittelpunkt der Müritzregion. Die Ansiedlung von Rüstungsbetrieben in den Jahren nach 1933 ging einher mit einem Anstieg der Einwohnerzahl. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergingen fast 10 Jahre, ehe man sich an Waren als Urlaubs- und Kurort erinnerte. 1954 erhielt die Stadt den Titel eines Luftkurortes und seit 1955 gab es eine Kurverwaltung. Zeltplätze und große FDGB-Ferienheime in der näheren Umgebung dienten dem Massentourismus. Erst ab 1990 wurde die für den Fremdenverkehr erforderliche Infrastruktur mit Hotels, Gaststätten und kulturellen Einrichtungen zügig entwickelt. Heute ist die sanierte historische Altstadt und eine zum Wandern und Erholen erschlossene Landschaft die Basis für den Tourismus. Im Mai 1999 wurden die vielfältigen Anstrengungen mit der erneuten Verleihung des Titels Luftkurort an Waren gewürdigt. Zum Stadtgebiet gehören die Stadt Waren, die Ortsteile Warenhof, Alt-Falkenhagen, Neu-Falkenhagen, Jägershof, Rügeband, Schwenzin, Eldenholz und Eldenburg. Die Fläche des Stadtgebietes beträgt 15.844 Hektar. Landwirtschaftliche Fläche beträgt 3.588 Hektar. Die Einwohnerzahl stand per 30.06.2008 sind 21.315. Hier auf der Marienkirche kann man den Turm besteigen und eine schöne Rundumsicht auf Waren machen. Wir aber machen uns jetzt auf zum Hafen, denn wir wollen noch eine Dampferfahrt machen. Gemütlich schlendern wir zum Yachthafen. Unsere Blicke streifen den Klabautermann und schön restaurierte Fachwerkhäuser. Auch dieser schöne Speicher wurde wieder toll ausgebaut. Hier am Hafen denkt man, man befindet sich bereits an der Ostsee. Bunte Fähnchen flattern im Wind, Restaurants säumen die Straße. Hier findet jeder Tourist noch ein Plätzchen. Natilein und Barme genießen die weite Aussicht. Die Wolken ziehen sich nun leider drohend zusammen. Eine hübsche Aussicht auf die Müritz. Sie ist mit 117 Quadratkilometer der größte Binnensee Deutschlands. Die maximale Tiefe der Müritz beträgt 13 Meter, die Durchschnittstiefe aber nur 6 Meter.
Die größte Ost-West-Achse beträgt 13 Kilometer. Waren liegt am Nordufer der Müritz und ist Zentrum der Müritz-Seenplatte. Was denkt wohl dieser alte Seebär? Berlibussi und Majutka halten Ausschau nach dem Rest der Truppe. Ach, von dort drüben kommen auch noch welche. Und unser Dampfer ist auch schon in Sicht. Haseken freut sich nun, im Warmen sitzen zu dürfen. Mary Ann ist noch etwas skeptisch wegen des Wetters. Berlibussi war gerade an Deck und sagt, es ist gar nicht so schlimm. Helmut denkt auch, na hoffentlich regnet es nicht noch. Aber wir haben immer was zu lachen, egal wie das Wetter draußen ist. Wir haben zwar eine drohende Wolkendecke, aber es kann uns nicht erschüttern, an Deck zu gehen. Wir lassen die frische Brise der herrlichen Seeluft auf uns einwirken. Das kleine Meer bietet einen weiten Horizont. Für jeden Wassersportler ist ihr etwas Segeln, Surfen, Baden oder Schifffahren. Um die Müritz herum führt ein 82 Kilometer langer Müritz-Fahrradweg. Und 400 Kilometer Wanderwege führen durch den Müritz-Nationalpark. Kokola ist schon etwas frisch im Fahrtwind. Drohen uns auch die Wolken, aber der Regen bleibt oben. Freut Regio Point Langzeitsegler Hasekin und Mary Ann. Unser Fahrziel Röbeln ist nun schon zu sehen. Die Marienkirche mit ihrem Turm grüßt aus der Ferne. Hier ist ein Feriendorf sozusagen in die Müritz gebaut. Es ist bestimmt herrlich romantisch, aber bestimmt auch mückenbestückt. Wohl dem, der hier ein Boot besitzt. Nun fahren wir in den Hafen von Röbel ein. Vorne sehen wir den Turm der Marienkirche, hinten den der Nikolaikirche. Ein Springbrunnen empfängt uns. Hier sehen wir den Wasserturm von Röbel. Nun gehen wir in Röbel ein leckeres Fischbrötchen essen. Hier sind wir also auf dem Hof des Fischrestaurants. Nun sind wir auf dem Weg zurück nach Waren. Das Licht wechselt ins Bedrohliche. Aber wir haben Glück. Und es gibt kein Gewitter. Die Lichtspiele sind jetzt sagenhaft. Auf der einen Seite Gewitterwolken, auf der anderen noch blauer Himmel. Seltsam hell wirkt darum der Strand. Alle sind zufrieden, dass uns der Regen noch verschont hat. Da taucht auch schon Waren wieder auf. Gleich sind wir ja im Hafen. Wir sind da trockenen Fußes noch zum Bahnhof gekommen, können nun getrost nach Berlin zurückfahren. Wir hatten einen schönen Tag, es ist trocken geblieben. Herz, was willst du mehr?